Ja, dann schalte ich mich mal dazu. Schönen guten Abend. Christoph Jans, mein Name, aus dem schönen und sonnigen Hamburg. Sonnig im wahrsten Sinne des Wortes. Ganzen Tag heute die Sonne geschienen und war auch angenehm warm. Braucht man gar keine Jacke mehr. Jetzt kommt wahrscheinlich wirklich so nämlich der Frühling. Er braucht ja ein bisschen länger immer, bis er aus Portugal hierher kommt. Und ja, sind wir alle hoffnungsvoll gestimmt, dass das auch ein bisschen so bleibt. Ja, legen wir gleich mal los. Natürlich die Übersicht an dieser Stelle, Risikohinweis, aktuelle Themen, Marktüberblick, fünf Hauptmärkte haben wir da und dann schon die Empfehlungen der letzten Woche, fünf Stück natürlich und fünf neue Empfehlungen natürlich mitgebracht. Und unter Punkt 6 fassen wir alles nochmal zusammen. Und letztens kommen wir zu den Börsenterminen, die wichtig werden bis zum nächsten Donnerstag, bis zur nächsten Markteinschätzung. Risikohinweis an dieser Stelle natürlich notwendig, sind wir zu verpflichtet. Anlagen an der Börse natürlich auch mit Risiken behaftet. Aktuelle Themen. Ja, gerade haben wir es auch nochmal auf unserer Facebook-Seite gepostet. Banken melden Zahlen für das erste Quartal 2016. Und eigentlich lag es so in der Luft, dass wir viele Gewinnrückgänge zu erwarten haben. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass immer weniger Anleihen platziert werden, das Anleihengeschäft schwächelt, da verdienen die Banken sehr viel Geld. Und so haben wir jetzt die erste Großbank, die Zahlen gemeldet hat, zwar gestern am 13. JP Morgan hat den Gewinn vermeldet, Gewinnzahlen fürs erste Quartal. Und ja, der Rückgang war nur um knapp 6,7%, war ein bisschen mehr erwartet auf immer noch 5,5 Milliarden Dollar. Wahnsinn. Heute dann die Bank of America und da ist der Gewinn ein bisschen stärker gefallen, um fast das Dreifache, 18% ging es darunter, 2 Milliarden Dollar sind übrig geblieben. Wells Fargo ebenfalls minus 6%. Und was kommt als nächstes? Goldman Sachs haben wir am 19. Dann gleich danach Morgan Stanley und die Deutsche Bank am 28.04.16 die Zahlen fürs erste Quartal 2016. Chinas Exporte sind überraschend stark gestiegen, das ist auf jeden Fall eine Meldung wert. War ja immer so der Sorgentreiber und das ist auch einer der Punkte im sogenannten Beige Book der Fed, ja, zusammen mit den Arbeitsmarktdaten und Inflation, die wichtig sind, um zu gucken, ob wir die Zinsen anheben. Und ja, hier am Mittwoch haben wir Daten bekommen, 13. April. Und wir sehen hier die Exporte. Hier die Quelle ist investing.com, sehr gute Analyseseite. Um 4 Uhr wurde gemeldet, dass die Exporte für den März überraschend stark gestiegen sind, nämlich um 11,5%. Erwartet waren eigentlich nur 2,5%. Handelsbilanz etwas schlechter. Dafür sind die Importe weniger stark zurückgegangen als erwartet. Erwartet waren 10,2%, also rundum positive Zahlen. Und das ist auch wichtig für uns als in Industrie- und Exportnation. Ja, und natürlich Yahoo sucht gerade einen Käufer. Große Konzerne sind bereits interessiert. Es gab die erste Bieterrunde. Bis zum 11.04. war die Bieterrunde. Da konnten große Konzerne ihre Gebote abgeben. Es gibt insgesamt, also soll es um die 40 Interessenten geben, die Angebote für Yahoo abgeben. Und wenn wir Zeit haben, dann gucken wir uns nochmal den Kurs von der Yahoo an. Die macht hier 10 Dollar gut. Das ist richtig tolle Entwicklung. Ich hätte das noch mal empfohlen. Aber so ist halt der Aktienkurs der Yahoo vom Fallen gebremst worden, einfach durch die hohe Nachfrage, ein hohe Interesse der möglichen Käufer. Hier Verizon ist ein Thema, das ist ein großer Mobilkommunikationskonzern, sowie T-Mobile. T-Mobile USA ja auch dort ein großer Player. Ich glaube, dritter oder vierte Stelle mittlerweile. So ein ganz schillernde Chef haben die. Und ja, aktuell ist Yahoo immer noch mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Und Grund dafür sind zum Beispiel Beteiligungen in China und Yahoo Japan ist auch recht wertvoll. Ich glaube, Yahoo Japan alleine 8 Milliarden wert. Und das alleine bei einem Verlust von fast über 4 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Respekt. Ja. Ausgelotet wird ungefähr wahrscheinlich so ein Preis, wenn man so liest, so 5 bis 6 Milliarden könnten vielleicht erzielt werden. Einfach die Kundendatenbasis, denke ich, interessant. Und ja, so wird Yahoo wahrscheinlich nach und nach in Einzelteile zerlegt. Ja, früher war das halt so, Yahoo war immer die große Suchmaschine im Internet, da gab es Google noch gar nicht. Und es war immer so die erste Anlaufstelle.
Leider hat sich das Ganze ein bisschen anders entwickelt. Und der Jerry Yang, der Gründer, der hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt. Ja, Marktüberblick. Wir haben hier das Öl. Das ist heute um 0,43% gefallen auf 41,84 $. Gold 0,75 auf 1231. Euro-US-Dollar 0,19% ging es darunter auf 1,1256. DAX 30, 0,5% rauf. Über die 10.000-Punkte-Marke 10 und noch 79 Punkte darüber. Dow Jones 30, fast unverändert. 9 Cent ging es da. Nein, Entschuldigung, 0,09% ging es darauf auf 17.925. Auch schon fast die 18.000-Punkte-Marke erreicht und die höchste Kurs von ein paar Wochen, die gucken wir uns gleich nochmal an, ob wir den jetzt geknackt haben. Hier der Stand ist 17:30 Uhr. Schauen wir uns mal genau den MetaTrader hier an. Und dann sind wir auch schon beim Öl und dann seht ihr auch schon die Ölpreisentwicklung hier, wie immer in der 4-Stunden-Ansicht. Alle Charts, die ich hier unten offen habe in dem Reiter, haben die 4-Stunden-Ansicht, darum auch mal H4 dahinter. Aber gleich mal die Umfrage für das Erdöl, also West Texas Intermediate haben wir ja hier. Und die Frage wie immer, wie seht ihr hier die Entwicklung? Seht ihr hier die Bogenentwicklung? Und wir haben hier schon die Marke von 42, 40 haben wir hier schon gerissen. Und das ist hier die Zielmarke, 21.04. Das ist der nächste Donnerstag. Machen wir mal eine Umfrage, wo ihr ungefähr so den Preis seht bis nächsten Donnerstag, ob er steigen, fallen wird oder ob er auf diesem Niveau bleiben wird. Machen wir gleich mal hier die Umfrage an, Ölpreis. Na, steigt der Kurs, fällt er, bleibt er auf diesem Niveau oder Enthaltung? Ja, 62%, 70% fast sagen, der Kurs fällt. 20 sagen, der Kurs steigt. 13 sagen, auf diesem Niveau. Also 20 steigt, 67 fällt, 13 bleibt auf diesem Niveau. Also starker Überhang an Bären hier. Schließt die Umfrage mal wieder, dann seht ihr auch den Kurs gleich wieder. Ja, also hier der Ölpreis macht sich eigentlich ganz gut. Ja. Hat im Monatsvergleich 10,48% gut gemacht. Was jetzt wirklich hier den Ölpreis beeinflusst, ist hier das Treffen in Doha am Persischen Golf im Emir Katar. Und das ist jetzt der Sonntag, der 17. April. Das ist ganz wichtig, wird wahrscheinlich auch groß in den Nachrichten kommen. Da wird sich einfach unterhalten über die Förderquote. Ob das jetzt das Januar-Niveau ist oder ein anderes, so ein bisschen herausgehört hat man schon, dass Kuwait sagt, ja, um den OPEC-Gouverneur, um die OPEC-Gouverneurin Nawal al-Fusaya, dass man optimistisch gestimmt ist, dass eine Einigung zustande kommt. Und Russland und Saudi-Arabien sollen sich bereits schon verständigt haben. Da sind wir mal gespannt. Und ja, all das lässt hier den Ölpreis steigen und fallen und ja, aktuell hier in so einer Range von 42, 40 zu 35, 25. Also hier in diesem Bereich, Entschuldigung, mal wieder raus. In diesem Bereich haben wir das hier. Also hier, dieser Range haben wir das jetzt hier. Und das ist jetzt erstmal die Frage, ob es jetzt hier doch noch weiter nach oben geht oder ob wir hier einen Verfall sehen. Aktuell ist es ja so, dass wir auch noch viele Streitigkeiten haben zwischen den großen Förderländern. Saudi-Arabien verweigert zum Beispiel gerade noch iranischen Tankern die Durchfahrt durchs Hoheitsgebiet. Russland weitet die Förderung aus. Es gibt also eine Menge Streitigkeiten, insbesondere auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die können sich gar nicht leiden. Und ja, gerade noch in der FAZ gelesen, es gibt halt einfach so einen Teufelskreis, was den Ölpreis anbelangt. Denn je tiefer der Ölpreis ist, desto mehr muss ja gefördert werden, damit man einfach seinen Haushalt bestreiten kann in Ländern, in denen das Öl einen großen Einnahmefaktor ausmacht. Und je mehr gefördert wird, desto stärker fällt natürlich wieder der Ölpreis. Und dann sind wir wieder bei Punkt 1, es muss wieder mehr gefördert werden und so weiter. Und tja, gerade noch Erdölbestand, genau am Mittwoch, hat aber kaum irgendwie zur Preisveränderung beigetragen, hat jetzt stark zugenommen hier. Plus von 6,634 Millionen Barrel in den USA auf 536 Millionen, also ein riesengroßes Lager für schlechte Zeiten, sag ich mal. Und ja, von daher sind wir mal gespannt auf den Sonntag. Das hier der Goldpreis,
Und hier ist noch viel schöner zu sehen, dass wir aktuell wirklich in so einer Seitwärtsrange zu sehen sind. Und ja, die Seitwärtsrange, die hat sich hier auch bestätigt. Macht ja gar keine Anstalten, hier auszubrechen. Der Goldpreis hier zwischen 1284 und 1206. Aber zunächst nochmal die Umfrage zum Gold, das heute ja knapp 0,75% verloren hat. Umfrage fürs Gold starte ich mal. Genau, wie siehst du nun den Goldpreis bis nächsten Donnerstag, 21.04. Kurs steigt, fällt, bleibt auf diesem Niveau oder Enthaltung? Gar nicht so einfach im Moment, ne? 21% der Kurs steigt, 27 fällt, 47 der bleibt auf diesem Niveau. Das ist eine ganz klassische Aussage bei einer Seitwärtstendenz. Und ja, wir haben hier zwar eine tolle Entwicklung gehabt seit dem ersten, hier im ersten Quartal diesen Jahres. Er hat schon 16,2% gut gemacht. Das ist eigentlich der höchste Kursgewinn seit fast 30 Jahren. Und es gibt auch unterschiedliche Meinungen zum Goldpreis. Der Report der Commodity Futures Trading Commission, der hat gesagt, es gibt hier mehr Netto-Long-Positionen, also mehr Setzen auf steigende Kurse, 0,3% zugelegt. Stärkster Optimismus seit November 12. Und bei den Kleinspekulanten ist das bei den Kontrakten leicht zurückgegangen, ist auch kaum eine Rede wert. Auf Jahressicht haben wir hier starke Käufe in China. Das sind die eifrigsten Goldkäufer. Und so haben sich die Russen mit 11,07 Tonnen eingedeckt, Chinesen mit 9,95. Das sind die größten Einkäufer gewesen. Und im vergangenen Monat Februar gab es nochmal Daten. Und zwar sind die Goldkäufe Russlands im Februar um die Hälfte zurückgegangen, Bezug auf den Vormonat, also im Januar. Und bei der chinesischen Zentralbank gab es minus von 40%. Die Credit Suisse, die sieht hier den Goldpreis bei 1350 Anfang 2017. Und das ist, wie gesagt, hier auch alles der Fed-Politik geschuldet. Und von daher hängt ja auch der Kurs des Goldes hauptsächlich ab. Und kommen wir doch mal gleich zum nächsten hier. Das ist ja der Euro-US-Dollar. Und ich gehe noch mal einmal zurück, dann seht ihr mal hier die Bewegung. Das sieht ein bisschen wild aus, aber so ist schon besser. Seht ihr hier in Tagesansicht, dass wir hier schon zwei Anläufe haben hier vom Euro-US-Dollar. Hier die Marke vom 24.08. hier zu reißen. Das hier die 1,1716. Also sind hier zwei Anläufe und hier beim zweiten Mal sieht es schon wieder ganz gut aus. Wir waren hier schon bei der Marke von 1,14. 92, gehen wir ein bisschen näher ran. 4 Stunden Ansicht hier. Also hier das ist der zweite Versuch des Euros hier Boden gut zu machen. Und hier, das ist die Zielmarke vom 15.10.15. Das sind die 1,1492. Auch schon über der 200-Tageslinie drüber. Also nochmal die Umfrage für den Euro, für die Entwicklung. Siehst du den Euro-Kurs eher steigen, fallen oder auf diesem Niveau? Dieses Niveau, also aktuell bei 1,1264. Kurs 43% sagen, das bleibt auf diesem Niveau, okay. 40%, es bleibt auf diesem Niveau. 30, der Kurs fällt. 25, er wird weiter steigen. Okay, also eher negativ bis neutral gestimmt. Hätte gedacht, wir hätten mehr Bullen hier an Bord, aber dem ist nicht so. Ja. Gibt auch noch weniger schöne Daten halt zur Eurozone. Hatten wir gerade am Mittwoch nochmal die Industrieproduktion gehabt für Februar und die ist ja überraschend stark gefallen, war ja auch in allen Nachrichten ja, minus 0,8% gefallen. Vielleicht zum Vormonat. Der Vormonat lag ja noch bei 1,9. Also doch überraschende Zahlen hier. Und das haben wir ja noch gesehen. Wir haben ja noch die Inflation, genau, die liegt jetzt in der Eurozone bei 0%. Vorher lag sie noch bei 0,2. Und Arbeitslosenquote ist jetzt bei 10,3, auch recht hoch, ne? Doppelt so hoch wie in den USA und in Deutschland. Und die Wachstumsaussichten hier immer vierteljährlich gemessen, nur bei 0,3%. Ja, Deutschland vergleichbar, USA aber bei 1,4.
Also ganz andere Zahlen. Und ja, Termin für die EZB ist ja der 21.04. Also genau in einer Woche. Aber wie gesagt, man kann es nicht weiter senken. Es gibt halt vier Maßnahmen. Strafzins auf minus 0,4, Hauptzins bei 0 jetzt. Und die Anleihen wurden nochmal um 20 Milliarden erhöht. Und die Banken erhalten noch günstigere Kredite. Und ja, das trägt auch nicht gerade dazu bei, dass man weitere Anleihen ausgibt, wenn man so günstiges Geld von der EZB bekommt. Darunter leidet einfach auch das Geschäft. Ja, fährt wie gesagt am 27.04. dann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es über die 0,5 hinaus noch angehoben wird, die liegt aktuell fast bei 0. Ja, im nächsten Termin im Juni dann schon etwas höher, so mit 15 bis 20%. Und ja, bei der Fed ist es aktuell so, dass wir zwar einen leichten Aufwind bei der US-Wirtschaft haben, aber dazu gleich mehr. Kommen wir uns mal den DAX genauer an hier. Und ihr seht hier auch schon den langfristigen Abwärtstrend des DAX hier. Und wir gucken uns gleich nochmal in aller Gänze an. Also hier, das ist der Haupttrend. Ja, schon seit langer Zeit hier so. Und wenn ich mal hier in die Tagesansicht sehe, dann geht in die Tagessicht, dann seht ihr ja auch hier, dass das hier schon ziemlich langfristig hier so abwärts geht. Ja, genau seit dem 13.04.15. Ja, also seit einem Jahr haben wir diesen Trend hier im Grunde. Ein Jahr. Ja, schreibt sich nicht so gut mit dem aus. So, ein Jahr ist ungefähr dieser Bereich hier jetzt lang. Und wenn man wieder hier diese Auf- und Abbewegung hier. Und aktuell hier wieder eine starke Aufwärtsbewegung. Ich gehe immer so näher ran, wie immer in die 4-Stunden-Ansicht. Da bleibe ich auch mal bei. Da finde ich am übersichtlichsten. Und wie gesagt, hier oben 4-Stunden-Ansicht. Und wir haben schon wieder die Marke hier von 1154 hier schon wieder hier anvisiert und fast wieder gerissen. Und hier im untersten Bereich sind wir hier bei 9472. Und das ist wirklich ein ganz starker Anstieg hier in diesem Bereich hier jetzt gewesen. Heute ja ein halbes Prozent rauf zum Stand 17:30 Uhr. Was hat dazu geführt? Wir hatten hier die BASF Tagesgewinner. Da hat die Warburg Research hat gesagt, wir erhöhen auf 72, von 70 auf 72 Kursziel. Lufthansa ist ebenfalls bei den Gewinnern. Und zwar nicht nur wegen dem Öl. Preis. Das war ja eigentlich eher negativ aktuell, ist ja kurzfristig gestiegen. Nein, Lufthansa prüft eine Komplettübernahme von Brüssel Airlines und SAS. Und wir haben noch Fresenius Medical Care, ebenfalls hier eine Anhebung von HPC 78 auf 83, eben aber dennoch auf Hold belassen, auf Halten. Und die Beiersdorf, trotz eines schwierigen Marktumfeldes hier, haben die Hamburger hier das organische Wachstum hier um 3% steigern können auf 6,7 Milliarden Euro. Tagesverlierer Vonovia, Immobilienunternehmen. Morgan Stanley sagte neutral und Deutsche Bank ist einer Sonderprüfung wahrscheinlich muss einer Sonderprüfung unterzogen werden. Da haben die Aktionärsschützer drauf bestanden, weil wir einfach sehr hohe Rechtsstreitigkeiten haben bei der Deutschen Bank mit anderen Parteien. Und das sind halt hohe Unsicherheiten und dann müssen die Rückstellungen natürlich stimmen. ThyssenKrupp ebenfalls Verlierer, verhandelt aktuell mit Tata Steel aus Indien über eine Fusion. Interessant. Aber machen wir doch mal die Umfrage für den DAX. Wie siehst denn du die Entwicklung des DAXes bis zum 21.04. wenn man hier die grüne Linie. Starte mal die Umfrage. Siehst du den Kurs des DAXes steigen, fallen oder auf diesem Niveau hier von, ja, wo sind wir jetzt hier? Müssen wir hier die kurze Ansicht hier. Quick Trade Ansicht. Genau, auf der Buy-Seite sind wir bei 10.128 jetzt. 43% der Kurs wird steigen, 57% Kurs fällt wieder. Ja, kann ich durchaus verstehen, weil langfristig Trend ist halt eher negativ und ist wahrscheinlich auch eher hier eine kurzfristige Geschichte. 43% steigt, 57% fällt. Klare Aussage, andere Meinung gibt es nicht. Kommen auch gleich zum Dow Jones und der sieht wirklich ganz fantastisch aus. Hat sich toll entwickelt. Ich zeige nochmal wieder die Doppelbodenformation hier. Das Mal auch schon gemacht. Und ihr seht hier das High hier vom 20.05. Das sind die 18.341. Und ja, wenn es so weitergeht, dann könnten wir sie fast hier am 21.04. erreichen. Ne? Ganz knapp hier darunter. Aber das geht ja wirklich steil aufwärts hier mit dem Dow Jones.
Und eine tolle Entwicklung genommen und der Anstieg, der ist auch von kaum von Rücksetzern zu durchzogen. Aktuell hier bei 17.861 habe ich ihn jetzt hier. Hier in der Einklick-Handelsfunktion hier oben links, hier in Blau, haben wir jetzt bei 17.863. Und ja, Performance im laufenden Jahr 3% plus. Auf 6 Monats Sicht haben wir hier 4,84%, aber natürlich zählt ja auch noch Teile des alten Jahres dazu, die nicht so gut gelaufen sind. Und ja, was haben wir hier als Tagesgewinner? Wir haben die Nike. Nike ist ja ganz oben dabei. Deutsche Bank sagt, wir bleiben beim Buy. VETR hatte ebenfalls vor kurzem gesagt, wir reduzieren von Strong Buy auf Buy. Kursziel ist 62,38. Nike wirklich aktuell ein toller Wert, der sich gut entwickelt hat. McDonald's ist ebenfalls unter den Gewinnern. Und zwar möchte man 2800 nordasiatische Filialen an eine Private Equity Firma verkaufen, weil man letzten Endes zu einer Franchise-Quote von 95% kommen möchte. Das wird wahrscheinlich viel Geld in die Kassen spülen und das freut hier die Anleger. Könnte einen Teil auch als Dividende oder Sonderausschüttung zurückkommen zu den Anlegern. JP Morgan ebenfalls bei den Gewinnern, ja klar. Gewinn geht nur um 6,7% zurück. Tagesverlierer haben wir Intel. Intel leidet ein bisschen unter dem schrumpfenden PC- und Notebook-Markt. Der ist im ersten Quartal um ein Zehntel zurückgegangen auf 60,6 Millionen. Und ja, Intel produziert natürlich viele Prozessoren und auch Grafikchips. Und der Trend geht immer mehr hin zu Tablets und Smartphones. Home Depot ebenfalls Verlierer. Preise im US-Häusermarkt sind im Dezember leicht schwächer gestiegen als erwartet und die Einzelhandelsumsätze gingen im März ebenfalls zurück. Und letztes noch die IBM, die ist auch auf der Verliererseite. Die werden Zahlen am 18. April herausgeben für das erste Quartal. Aber Analysten rechnen mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Transformationsvorgang bei der IBM. Der ganze Unternehmensbereich wandelt sich natürlich hin zum Cloud-Geschäft, immer mehr zum Cloud-Geschäft. Und der wächst auch stetig. Hier Umsatz im Cloud-Geschäft 2015 um 54% gestiegen auf 10,2 Milliarden. Und da ist IBM nicht ganz alleine. SAP ist natürlich in einer Reihe zu nennen und auch Oracle und Salesforce und dergleichen. Aber nochmal die Umfrage hier für den Dow Jones. Wie siehst du den Dow Jones? Starten wir mal hier die Umfrage. Siehst du den hier positiv, fallend, neutral oder enthältst du dich? Ja, eindeutig positiv. 58% steigt, 42% sind vorsichtiger sagen, der fällt. Also hier zwei Fünftel sagen fällt, drei Fünftel sagen steigen. Okay. Gleich mal weiter. Wir haben ja dann hier auch schon die Aktienempfehlung der letzten Woche nochmal hier in Erinnerung gerufen. Was hatte ich euch empfohlen? Wo könnte man investieren? Was wäre eine gute Idee? Das war zum einen die Carnival, größte Kreuzfahrtschiffunternehmen der Welt. Hatte ich auf Buy gesetzt. Gamesa, spanisches Windkraftunternehmen. Auf Buy Apple hatten wir hier spekulativ Buy. Intuit, ja, so ein Unternehmen, das Software für die Buchhaltung und für Steuer herstellt. Und Oracle auf der Buy-Seite. Schauen wir uns mal die einzelnen Werte mal an. Hatten wir erstmal die Carnival, die hatten wir auf Buy gesetzt und das ist hier der Kurs der Carnival. Und wie immer, hier sind zwei vertikale Linien und da seht ihr zu einem hier, das ist hier die Einschätzung, Zeitpunkt der Einschätzung vom letzten Donnerstag und hier das hier die nächste Woche, nächsten Donnerstag. Und dann seht ihr, dass der Kurs sich hat einen leichten Rücksetzer gehabt, aber eigentlich so da ist, wo er einfach auch vorher war, nämlich zum Zeitpunkt der Markteinschätzung am 7.4. Und also kaum verändert hier. Wir haben hier noch Barclays Mitteilung bekommen. Barclays sagt, wir setzen hier das Kursziel hier auf 40,31 €. Citigroup hat gesagt, wir setzen kein Kursziel, wir sagen Buy. Leider gab es hier gerade Terrorwarnung bezüglich Kreuzfahrtschiff
Besuche in der Türkei. Davon will Carnival jetzt gerade absehen. Und Carnival sieht aber trotzdem positiv in die Zukunft. Man hat ja aktuell über 100 Schiffe, über 100 Kreuzfahrtschiffe, das neueste sogar mit einer Brauerei ausgestattet. Und man sieht positiv in die Zukunft und hat in Italien bei Fincantieri über 5 neue Schiffe bestellt im Wert von 3 Milliarden Dollar. Und ja, nochmal der Kurs hier in der 4-Stunden-Ansicht. Das ist hier die Tagesansicht. Na, also hier schöne Entwicklung genommen. Schönes langfristiges Investment hier. Im Grunde hier seit dem 26. August 2014 hast du hier einen tollen Anstieg zu verzeichnen. Würde ich auf jeden Fall weiterhin auf Buy setzen. Die Carnival Cruises, die ja in London gelistet ist und auch in den USA. Weltmarktführer, wie gesagt. Nächster Wert ist hier die Gamesa, spanische Windkraftunternehmen. Und das ist halt interessant, weil Siemens mit der Gamesa zusammen einen Weltmarktführer formen möchte. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und Siemens-Chef Joe Kaeser hat gesagt, es gibt halt noch ein kleines Problem mit dem Franzosen. Denn Gamesa hatte vorher noch ein Joint Venture gegründet mit Areva, das ist der Atomkraftkonzern in Frankreich. Und ja, notfalls wird Siemens Areva auch aus diesem Joint Venture rauskaufen, weil sie einfach die eigene Windkraftsparte mit Gamesa zusammentun wollen. Und dann wird da ein Riesenkonzern drauf, nämlich der größte Windkraftturbinenanbieter der Welt. Gamesa rollen hier regelmäßig neue Aufträge rein. Wir haben hier einen Vertrag mit einem belgischen Energiekonzern über 18 Megawatt Windfarm und 32 Megawatt sollen in China errichtet werden und zwar auf 3200 Meter Höhe. Wahnsinn. Ja, das sind immer tolle, tolle Nachrichten und ich denke, da wird man hier auch großartigen Konzern draus schmieden. Hier ist nochmal hier der Kurs in der Tagesansicht hier Gamesa und dann siehst du hier auch, dass wir hier auch schon wieder Richtung 18,23 € gehen. Das ist hier das High. Und würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Also jetzt gerade nochmal hier diesen Rücksetzer auf 17,76 ist das, genau, ja. Hier in diesem Bereich hier. Hast also hier Chance, diesen Bereich hier noch gut zu machen. Hier in der 4-Stunden-Ansicht ist es immer ein bisschen besser. Je nachdem, wo man hier diese vierten, siebten ansetzt, dann hast du hier auch. Ja, nein, eigentlich ist es unverändert. Kann mir einmal kurz zurück. Würde aber auf jeden Fall auf Buy belassen. Charttechnisch. Und wie gesagt, es ist ja häufig so, dass Unternehmen, die übernommen werden, deren Kurs steigt in der Regel und der Käufer, der lässt etwas nach. Langfristig aber wird das dann hier der Weltmarktführer werden. Und von daher ist das sehr interessant. Gleich der nächste, das ist die Apple. Apple hatte ich auf Buy gesetzt. Und ja. Apple natürlich das größte und interessanteste Produktportfolio, noch vor Google Android und Windows. Hatte euch mal die Übersicht gezeigt, dass eigentlich Apple das umfassendste Angebot hat für ja, Mobile-Kunden. Ja, man kann Filme bestellen, Musik kann man bestellen, man kann seine Geräte bei Apple beziehen, Tablets, Virtual Reality-Brillen demnächst und natürlich Smartphones. Und wir haben hier den Rücksetzer der Apple hier gesehen, ist ganze Zeit angestiegen hier bis auf 133,82 $ hier in diesem Bereich. Und mal die andere Schablone hier. So, und dann ist er hier zurückgekommen auf 92,28 $ und jetzt haben wir hier diesen schönen Anstieg, diesen Rebound hier und die Hälfte hier bis zum Top, die haben wir schon wieder. Also, erste Hälfte haben wir schon. Jetzt haben wir hier noch die andere Hälfte hier, die können wir noch mitnehmen. Und zwar kannst du hier noch 112 zu 133, ja, das sind 21 Dollar, kannst du hier noch gut machen. In die Richtung geht das nämlich jetzt hier. Und wie hat sich der Kurs entwickelt gleich zum letzten Mal? Ja, ist leicht angestiegen hier von 110 auf 112. Haben wir einen leichten Zugang bekommen. Goldman Sachs sagt, wir sehen den Wert der Apple bei 155. Das hier oben. Ich nehme mal hier die falsche Schablone. So, nochmal. Screen Draw. Da ist sie auch schon. Na, da ist Goldman Sachs. Breen Capital sieht das hier ebenfalls bei 155.
Ja, genau wie Goldman. Und Credit Suisse sieht es auf 150, also hier in diesem Bereich. Also drei gute Einschätzungen hier, die das hier unterstützen, hier den Kursanstieg. Und ja, auch wenn die PC-Verkäufe schwächeln im ersten Quartal, profitiert natürlich Apple überproportional davon. Denn was machen die Leute? Die kaufen kein Notebook oder PC, nein, sie kaufen Tablets. Und wenn sie wirklich ein qualitativ hochwertiges Tablet haben wollen, dann kaufen sie häufig Apple-Produkte. Davon profitiert das Unternehmen natürlich sehr. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch negative Mitteilungen, und zwar die Apple Watch, diesen regelrechter Ladenhüter. Verkauf soll dieses Jahr um 25% einbrechen. Und das ist genau wie mit den Virtual Reality Brillen, wie zum Beispiel von Facebook, Oculus Rift. Das ist einfach erstmal ein Investment in die Zukunft. Da hat der Zuckerberg auch schon gesagt, da erwarten wir uns jetzt nicht viele Gewinne von, sondern wir bereiten jetzt erstmal den Markt, und dann sieht das jetzt erstmal sich entwickeln. Und in 10 Jahren wird das wirklich ein sehr profitables Geschäft werden mit der virtuellen Realität. Und so ist es wohl mit den Apple Watches ganz genauso. Apple sieht das wohl so, dass das noch etwas braucht, und in Zukunft werden aber wahrscheinlich viel mehr Leute über die Armbanduhr telefonieren wollen. Ich werde die Apple hier auf Buy belassen. Kommen wir gleich mal hier zum Intuit-Wert. Das ist auch ein toller Titel. Hier in der Tagesansicht nochmal, dann siehst du es ein bisschen besser. Hier einen langen Anstieg hier verzeichnet, ja, bis auf das High von 109 Dollar. Das ist ja der Ausreißer gewesen, ne? Ja, genau, da seht ihr es hier. Ich nehme mal hier die Linie ein bisschen weg. Und dann siehst du hier auch, dass sich hier hinter noch ein Peak verbirgt. Und dann hatten wir hier nämlich die 109 gesehen, die 109 Dollar. Ich schiebe das mal wieder rüber. So, dann siehst du hier auch in der waagerechten Linie hier ist hier dann das High abgebildet mit der 109,17. Und ja, gab halt diesen langen Rücksetzer hier bis auf fast 80 Dollar nochmal. Also 30 Dollar runter. Und hier seit dem 28.02. steigt der Wert wieder von 88,50 auf jetzt 105, haben wir sie schon gesehen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen näher ran. 4-Stunden-Ansicht. Da ist ja auch schon. Genau, wir haben hier also hier die Marke von 105 schon gesehen. Also hier, das hier der Bereich. Und hier, das ist das High. Also wir bewegen uns hier in diesen Bereich hier hinein. Hier zum High, das ist das High. 109. Das heißt, wir haben hier noch die Möglichkeit, hier noch 6 Dollar gut zu machen. Intuit hatten wir auf spekulativ beigesetzt. Würde ich jetzt aber auf beisetzen, weil das ist auch wirklich hier schon ein guter, vernünftiger Trend hier. Und Morgan Stanley sagt, wir sehen den Wert bei 105. Und der durchschnittliche Zielpreis aller Analysten liegt aber bei 108. Also noch darüber, über der 105. Also hier, das ist der durchschnittliche Zielpreis. Ja, aktuell hat ja Intuit das Hauptprodukt Quicken, ja, das auch die Gründer ja entwickelt haben. Man musste lange mitringen, dass sie den Bereich verkaufen. Also Quicken, dafür war ja das Unternehmen eigentlich bekannt, haben die verkauft an eine Private Equity Firma. Und es wird sich aktuell jetzt fokussiert auf die beiden Produkte TurboTax für Steuererklärung. Da ist ja gerade die Deadline am 18. April. Das ist halt nochmal interessant für Intuit. Und da werden halt vermeintlich noch ein paar Produkte über den Ladentisch gehen, beziehungsweise über die Cloud. Das ist gleich, als wenn wir die Steuererklärung machen, unser Deadline. Da wird auch nochmal zum Steuerprogramm wie Viso gegriffen. QuickBooks, die zweite Standbein für Buchhaltung für kleine Unternehmen, wo man auch Rechnung schreiben kann. Und Fokussierung ist jetzt ganz stark auf die Cloud. Und die Stärke bei Intuit ist, dass man gesehen hat, dass das jetzt notwendig ist, dass man sich fokussieren muss. Ja? Es gibt nämlich auch einen neuen Wettbewerber, der heißt Xero aus Neuseeland. Und der bietet ja, Accounting-Programme für 9 Dollar im Monat an über die Cloud. Und da muss jetzt QuickBooks gegen antreten. Und so hat Intuit eine starke Offensive gestartet, hat sein Programm geöffnet für Drittanbieter. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile 2000 Apps für QuickBooks, also für das Programm, wo man die Buchhaltung machen kann. Und so sind auch die Abozahlen schon rasant gestiegen. Im ersten Quartal haben wir 1,275 Millionen Abonnenten.
Also es ist ein Plus von 23%. Toller Wert aus meiner Sicht, der habe ich hier zunächst auch spekulativ beigehabt. Setze ich jetzt einfach auf Buy, die Intuit. Aus Mountain View, natürlich. Sehr interessante Gegend, wo viele andere Tech-Unternehmen natürlich beheimatet sind. Brad Smith führt das Unternehmen. Einen haben wir noch von letzter Woche, das war die Oracle. Genau, da hatten wir ebenfalls auf Buy. Und das ist auch ein ähnlicher Kursverlauf wie bei der Intuit. Ja, unterscheidet sich im Grunde kaum, bis auf diesen Aussetzer hier in der Mitte, den Kursaussetzer. Hier, das war bei der Intuit ja der Fall. Aber ebenfalls so eine ähnliche Kursentwicklung hier, ebenfalls ein High, das war hier bei $46,68. Und dann kam es ja auf 33,12 zurück. Und ein Großteil der Verluste, die haben wir schon gut gemacht. Also wir sind hier schon bei fast $42 wieder. Und es sind halt noch $4,68 noch nach oben hin. Und ich gehe nochmal hier in die Wochenansicht. Na, das ist ziemlich unübersichtlich, aber siehst du, das ist schon ein langer Trend hier. Von 2009 hält er an. Gehe mal zurück in meine klassische 4-Stunden-Ansicht. So. Also, Oracle. Drexel setzt das Ziel auf 51, habe ich gelesen. Nennt man noch nicht aus. Gibt immer wieder neue Analysten. Hier, das ist die 51. Das ist das Ziel für die Red Drexel. Deutsche Bank sagt halten. Und gerade haben wir hier nochmal Dividendenzahlungen gehabt. Zum Beispiel am 12. war das. Da geht der Kurs immer etwas zurück. Kam infolgedessen immer gleich wieder, weil immer die Dividende immer eingepreist wird. Und 2015, die Zahlen für das Jahr, die enden im Mai. Und es wird erwartet, dass der Ertrag pro Aktie um 5% zurückgeht. Und die Erträge auf Jahresbasis auch um 3,5 etwas zurückgehen. Das liegt einfach daran, dass Oracle auch gerade in so einem Transformationsprozess ist. Und zwar hat man auch viele Sachen vorgemacht außerhalb des Cloud-Geschäftes, viele seiner Produkte offline angeboten und jetzt wechselt man halt auch. Es wird auch noch eine kleine Weile dauern, bis man halt Großteil seines Geschäfts in die Datenwolke gebracht hat. Auch der Datenbereich wächst halt rasant, genau wie bei der IBM, nämlich um 44% auf Jahresbasis. Und genau, nur etwas geringer als bei der IBM. Aber trotzdem spannender Wert. Die schlagen sich hier wacker und das wird auch vom Markt honoriert. Da sehen wir also hier den Anstieg von 33 schon auf 42. Und wenn ich in die Tagesansicht gehe, dann ist auch besser ersichtlich, dass wir jetzt auch schon hier diesen Bereich hier auch schon fast wieder geschlossen haben. Von daher jetzt nochmal die Möglichkeit, diesen Wert hier mitzunehmen. Das ist ja fast interessanter, als wenn wir hier uns hier in diesem Chartbereich hier oberhalb dieses Bereiches bewegen würden. Also jetzt nochmal die Möglichkeit, weil Oracle ein Riesenunternehmen ist mit 122.000 Mitarbeitern und man hat bereits 11.000 Cloud-Kunden und ja, Cloud-Umsatz macht hier 735 Millionen. Und beim Nettogewinn haben wir hier 2,14 Milliarden. Ist aber auch leicht zurückgegangen. Ist halt noch nicht das ganze Produktspektrum in der Cloud selber drin. Charttechnisch würde ich das hier weiterhin etwas vorsichtiger sehen. Wir hatten sie bei Buy. Ich würde sie ja eher auf spekulativ Buy setzen. Könnten nochmal ein paar schlechtere Zahlen kommen. Und diese schlechten Zahlen haben wir halt bei der Intuit jetzt nicht gesehen. Und wie gesagt, das hängt einfach damit zusammen, dass das Geschäft außerhalb der Cloud noch etwas schwächelt. Vor allen Dingen ist es auch Margin schwächer, das Hardware- und Softwaregeschäft. Und schauen wir uns die Oracle trotzdem mal weiterhin an. In naher Zukunft gibt es schon eine neue positive Meldung. Okay, aber kommen wir mal zu den neuen Werten. Was haben wir da mitgebracht? Das ist mal ein deutscher Wert, den hat man noch gar nicht auf dem Bildschirm. Das ist die Carl Zeiss Meditec, eine Abspaltung der Carl Zeiss aus Jena. Übrigens auch eine sehr schöne Stadt.
Früher war ja der Lothar Späth dort aktiv, ist leider verstorben. Carl Zeiss Meditec hat sich fantastisch hier entwickelt. Jahresbasis haben wir hier 12 Monatssicht, muss ich ja sagen, 14% plus gemacht. Im laufenden Jahr haben wir jetzt 1% gut gemacht. Aber der Chart ist durchaus interessant zu sehen. Wir haben hier ein stetig wachsendes Unternehmen, und zwar so eine Art Hidden Champion, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Und wir haben strategische Zukäufe, die das Geschäft fortlaufend stärken. Also nochmal die Carl Zeiss Meditec, die ist in der Medizintechnik unterwegs. Man stellt zum Beispiel Instrumente zur Augenuntersuchung her oder Operationsmikroskope. Na, da halt auch so der historische Background. Carl Zeiss natürlich Optikgeschäft, auch schon vor Zeit der Wende. Und Laser werden hergestellt. Ja, auch viel mit Laser mittlerweile operiert. Und geführt wird das Ganze hier von Ludwig Mons in Jena. Und wir haben hier Zukäufe. 2004 hat man Laser Diagnostics Technology auf San Diego gekauft. 2006 dann Eoltech aus La Rochelle. 2014 dann Aran Scientific, USA. Und ja, das erste Geschäftshalbjahr von Oktober bis März, wie gesagt, von Oktober bis März etwas versetzt jetzt. Da ist der Umsatz um 9% auf 542 Millionen gestiegen. Und die Gewinnzahlen, die wird das Unternehmen am 11. März präsentieren. Und schauen wir uns einmal hier den Chart an von der Carl Zeiss Meditec. Ist ja auch schon. Also hier ein fantastischer Kursverlauf. Ja, die Wertentwicklung, die hat das jetzt gar nicht so versprochen, aber hier in der 4-Stunden-Ansicht, das ist die Tagesansicht. Und ja, schöner, guter Anstieg. Ist jetzt wieder leicht zurückgekommen. Wir haben sie schon fast bei 30 € hier gehabt. Ja, leichter Rücksetzer. Hier im Low bei 26,53 €. Und wir haben hier drei Meldungen. JP Morgan sieht den Wert bei 27, das darf ich nicht verhehlen. 27,80. Independent Research bei 30, das hier oben. Und Kepler Cheuvreux bei 32. Entschuldigung, 32 ist hier oben. Genau, hier 32. Also hier, das ist die höchste Einschätzung für einen Kauf. 30 hatten wir gesagt noch. Und wir haben die JP Morgan, die sieht ja etwas sehr negativ. 27, 80. Ich zeige es nochmal ein. Das hier. Also, muss noch ein bisschen Luft nach oben. Aktuell hier bei 29,10. Gehen nochmal hier in die One-Click-Trading-Funktion. 29,12 kann ich jetzt kaufen. Also. Das ist auf jeden Fall meine erste Kaufempfehlung. Finde ich einen sehr spannenden Wert. Also ein klassischer Mittelständler, Hidden Champion, sagt man auch. Und gleich zum nächsten. Das ist die Ahold und die sitzt in den Niederlanden. Und das ist wirklich aktuell eine spannende Situation. Ein bisschen vergleichbar mit der Gamesa. Wobei die Gamesa ja der zu kaufende Wert war. In diesem Fall ist Ahold meine Kaufempfehlung. Ahold der Käufer. Und zwar will Ahold Delhaize kaufen. Delhaize ist ein belgischer, für die so nicht wissen, ein belgischer Nahrungsmittel, beziehungsweise ein ja, Nahrungsmittelanbieter, so wie Edeka. Also Lebensmitteleinzelhandel, Entschuldigung. Möglicherweise wird aber auch im Auftrag von Ahold Nahrungsmittel produziert. Das macht ja die Edeka auch. Oder Aldi. Aber was interessant ist hier, die Ahold möchte Delhaize kaufen und das ist halt so ein klassische Benelux-Übernahme. Klassisches großes Benelux-Unternehmen wird dort geschaffen. Und hier sind auch schon ein paar Zahlen aufgelistet. Ahold hier links und Delhaize rechts. Und ihr seht hier auch schon, Ahold ist eindeutig größer als Delhaize. Macht hier 33 Milliarden Umsatz und Delhaize macht hier ein Drittel weniger. Also kann das hier mal kurz hier anti sein. Hier seht ihr hier da. Und hier bei den Beschäftigten, da seht ihr, das sind hier 227.000 und hier sind es 343.000. Und das sind hier die Anzahl der Geschäfte und die Marken. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen gibt es auch ein, zwei, drei Ahold-Geschäfte und die firmieren aber unter einem anderen Namen.
Albert Heijn, glaube ich. Genau, hier ist es. Und ja, was entsteht dadurch? Der viertgrößte Einzelhandelskonzern Europas entsteht. Fantastisch. Und was interessant ist, beide sind stark an der Ostküste vertreten, ja. Und die beiden Bereiche ergänzen sich optimal, weil man hat sich ja wohl so ein bisschen, ja, in anderen Bereichen breit gemacht und es gibt also weniger Überschneidung. Und es wird ein großer Konzern geschaffen. Schauen wir uns mal die Ahold an. Königliche Ahold, muss ich ja fast sagen. Das ist der Kurs der Ahold. Ich gehe nochmal hier in die Tagesansicht. Und seht ihr auch, dass wir hier seit dem 9. Oktober 2014 hier diesen schönen Trend haben hier. Seitdem geht das hier aufwärts. Und ja, hier seit dem 25. November haben wir ja so einen leichten Seitwärtstrend, aber auch leicht positiv noch ist. Aktuell hier bei knapp 20 Euro hier. Und kaufen kannst du sie aktuell hier bei ja, 20,01, genau. Und hier im High haben wir sie bei 21,16. Wie gesagt, durch Übernahme kann das noch hier noch leicht nochmal zurückkommen. Aber der Trend hier ist positiv. Und zudem ist schön breit aufgestellt, weltweit tätig in den Niederlanden, Europa, Ostküste der USA. Und dort werden auch 2/3 der Erlöse erzielt. Und andere Unternehmen haben ja etwas geschwächelt in den USA und davon war aber Ahold nicht betroffen. Anschließend wird Ahold 61% des Unternehmens halten. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie Siemens mit Gamesa. Ja, in dieser Range möchte Siemens auch die Kontrolle behalten. Und von daher, hier Kaufempfehlung für die Ahold finde ich einen ganz spannenden Wert. Nächster Titel ist die Actelion aus der Schweiz. Mal was ganz anderes. Actelion, was ist das? Das ist ein Pharmazieunternehmen. Und die haben sich so in so einer Nische breit gemacht. Kommen aus Allschwil. Und Jean-Paul Clozel, das hier links, der leitet das Unternehmen. 2.500 Mitarbeiter, 2 Milliarden Umsatz macht man. Und ja, hat hier gerade nochmal Zulassung für ein blutdrucksenkendes Medikament bekommen. Das heißt Uptravi. Und 2015 konnte man sagen, vermelden, dass der Umsatz erstmals die 2 Milliarden Franken-Marke überschritten hat und vor allen Dingen dank des Lungenmedikamentes Opsumit plus 7%. Nettoerlöse sind gestiegen um 11% auf fast 700 Millionen Franken. Und das ist der Kurs der Actelion. Genau, da haben wir sie auch schon. Hier nochmal in der Tagesansicht. Und dann siehst du hier, am besten bleiben wir auch gleich hier in der Tagesansicht. Und dann siehst du hier auch, wir haben schon das Top hier vom 10. Juli haben wir schon überschritten. Sind jetzt schon bei der 150 Franken-Marke. Und geht ja steil bergauf. Und wir wachsen hier stetig, haben hier ihre Nische gefunden. Und von daher haben wir hier noch einen schönen weiteren Wert gefunden. 6 sagt, wir lassen den Wert auf Hold, HSBC auf Buy. Und wenn du dir hier den Trend anguckst, dann ist der hier auf Wochen- bis auf 5-Jahressicht durchgängig positiv. Auf 5-Jahressicht, wie gesagt, der Kurs verrät es schon, über 236% plus. Im laufenden Jahr 2016 sind es 4% plus. Aber wir hatten ja auch leichte Verwerfungen hier im Chart. Aber der Chart hat sich wieder gefangen. Und von daher eine weitere Kaufempfehlung, die Actelion. Welchen Wert haben wir als nächstes? Das ist die Inmarsat. Ja. Vorletzter Wert für heute, Inmarsat. Vom Namen her vielleicht schon so ein bisschen kann man sich heraushören, was Inmarsat macht. Weil Mare natürlich Meer und Sat Satellit. Also in Mar, also auf dem Meer Kommunikation, kann man sagen. Also was macht Inmarsat? Inmarsat ein in England ansässiges Unternehmen, das Kommunikation für Schiffe anbietet. Und nicht nur für Schiffe, sondern auch für Fahrzeuge, die sich über dem Meer bewegen. Dazu gehören auch Flugzeuge. Und darum hier auch das Bild rechts, siehst du hier ein Verkehrsflugzeug. Inmarsat ist aktuell stark interessiert, Geschäft bezüglich Internet im Flug anbieten zu können. Also wenn du nach Asien fliegst oder Australien oder wo immer du auch magst,
Dann soll in naher Zukunft eine vollständige Internetverbindung gegeben sein, das ist ja aktuell noch eher lückenweise so. Quasi noch der weiße, noch der letzte Rückzugsort ohne Kommunikation, sage ich mal, aber auch nicht mehr lange. Also Satellitenkommunikation und Wettbewerber sind Panasonic, Global Eagle und Viasat und Gogo. Und ja, das Unternehmen ist ein Konkurrenzkampf mit diesen Unternehmen und aktuell werden Claims abgesteckt. Es wird also darum gehen, wer kriegt die meisten Flugzeuge ins eigene Kundenbuch, die meisten Airlines. Und man hat sich gerade noch mit Chinesen halt zusammengeschlossen für weitere Geschäfte, und zwar Beijing Marine Communication und Navigation. Mit dem möchte man den chinesischen Markt erobern. Und man sagt ungefähr, dass bei 1500 Flugzeugen, die man als Kunden hat, also Airlines zusammen, deren Flugzeuge, die in Betrieb sind, dann gibt es den Break-Even, 1500. Und Panasonic hat bereits 3000, wobei 1100 im Service sind. Gogo hat 850 und 75 sollen noch dazukommen. Und Inmarsat ist dann der dritte, hat 300. Und ja. Das wird aktuell aufgeteilt. 3 bis 4 Mitbewerber wird es wohl am Markt langfristig geben. Und auf jeden Fall ist die Inmarsat dabei. Der Kursverlauf ist sehr vielversprechend. Und ja, wie gesagt, unter den Top 3. Gerade noch Vertrag auch noch mit Lufthansa und Singapore Airlines abgeschlossen. Und die waren ja auch neulich noch mal im Gespräch. Lufthansa und Singapore haben sich ja zusammengeschlossen, um auf Linien Richtung Südostasien und Australien, den Emiraten, also den Airlines in den Emiraten, Paroli zu bieten. Und so gehört jetzt die Lufthansa und Singapore zu Inmarsat-Kunden. Und du siehst hier auch nochmal ein Bild rechts, da siehst du ja zusammen mit der Telekom wird da auch Kommunikation angeboten, sofern man dann von einem Funkturm aus noch Internetverbindung anbieten kann. Ansonsten halt via Satellit. Und das ist dann eben Inmarsat, die betreiben nämlich also Satelliten. Und zunächst hatten sie welche gemietet, dann aber selber gekauft und betreiben jetzt halt mehrere eigene Satelliten. Und das ist der Kurs der Inmarsat. Ja, hier nochmal Tagesansicht. So. Also auch hier hast du nochmal die Möglichkeit, nochmal hier Boden gut zu machen. Hatten halt hier diesen Downphase hier auf 879. Ja, hier von 11 Pfund sind das ja, 11 Pfund 49, also hier auf 8 Pfund 78 runter und jetzt schon wieder bei 10 Pfund angelangt. Also kannst du hier nochmal ein bisschen Boden gut machen und wenn du hier jetzt long gehst, das ist also hier so eine gute Möglichkeit. Hier nochmal eine 4-Stunden-Ansicht, die Inmarsat. Und ja, natürlich hat man auch Geschäft bei Hochseeflotten, Containerschiffen natürlich brauchen auch Kommunikation und Öl- oder Gasförderplattform ebenfalls. Das ist also eine weitere Kaufempfehlung, die Inmarsat aus England, und das ist hier der letzte Wert von heute. Letzte Empfehlung, das ist die Costco Wholesale. Hier links seht ihr auch schon den Chef. Ja, mit dem, ja, dem ehemaligen oder aktuellen noch Außenminister der USA. Und hier sieht ihr auch eine Frau mit die Einkaufskörbe, Einkaufswagen in den USA sind ein bisschen größer. Oder die Frau ist einfach zu klein, will ich jetzt nicht sagen. Aber die Packungen insgesamt sind halt in den USA auch viel größer. Ganz andere Volumina. Also so eine Art Walmart im Kleinen. Aber so klein dann doch wieder nicht. Großhandelsunternehmen und du siehst hier, wie gesagt, den Chef, und wir haben hier gerade noch Meldung bekommen, zwar wird die Costco hier, hat gesagt, im März 3% mehr Verkäufe haben wir gemacht und auf Jahressicht hier 2,6% plus auf 28 Milliarden Dollar glatt. Und ja, man ist weniger stark gebeutelt von dem starken Dollar. Nur ein Teil der Erträge sind dem Dollar,
ehemaligen Dollarstärke unterworfen und das führt auch immer dazu, dass weniger Einnahmen verzeichnen waren. Was noch passiert ist, Costco Wholesale verzichtet komplett auf Amex, also American Express, und wechselt komplett zur Visa-Card. Man kann also in Zukunft nicht mehr mit Amex bezahlen. Und wechselt jetzt zur Visa-Card, wo man auch eine eigene Karte anbieten wird. Und der Grund dafür ist, dass man höhere Rückvergütungen für die Kunden auch ausschütten möchte, also sogenannte Cashback-Rewards. Und das ist halt so, wenn man viel einkauft, dann kriegt man irgendwann Geld ausgezahlt, beziehungsweise man kann dann für Waren kaufen. Und dieser Kickback, der ist einfach größer. 4% statt 3%, wie bei der Amex. Das war Grund genug zu wechseln und vielleicht ist man auch interessiert, die Kundendaten in eigener Hand zu haben. Also eine eigene Wholesale-Karte geben. Und schauen wir uns mal den Kurs der Costco Wholesale an. Das ist der letzte Wert von heute hier, Tagesansicht. Hatte ja auch vor kurzem noch die Walmart im Angebot hier und auch britische Lebensmittel, Großhandelsunternehmen. Und hier dann haben wir jetzt alle Unternehmen hier komplett. Das ist also die Costco Wholesale. Der Anstieg hier schön konstant und auch hier nochmal der Rücksetzer. Haben wir halt auch häufiger jetzt gerade noch das Glück, dass wir hier noch hier bei 151 Dollar einsteigen können und hier habt ihr das hoch bei knapp 170. Und das hier die Zielmarke, der 21.04. Das ist also der letzte Wert, Costco Wholesale. Großhandelsunternehmen. Zwei Einschätzungen noch. VETR 168 sehen die das. Das ist hier. Und dann noch Barclays, die sehen das neutral. Keine Marke genannt. Na gut. Aber soll auch reichen. Also das geht in die richtige Richtung hier, nämlich Richtung High vom 8.12.15. Und darum auch jetzt hier der letzte Wert von heute. Das sind wirklich fantastische Möglichkeiten, hier einzusteigen. Vielleicht nehmt ihr eine andere Chance ja wahr. Hier nochmal eine Übersicht. Und zwar haben wir hier die Karneval gehabt. Die bleibt auch bei Gamesa, die bleibt auch bei Apple. Die hatten wir auch spekulativ bei. Die ist jetzt glatt bei Intuit. Die ist jetzt auch glatt bei Oracle, sind ein bisschen vorsichtiger geworden und das sind die neuen Empfehlungen hier rechts. Carl Zeiss, Buy, Ahold Buy, Actelion, Spekulativ Buy, Inmarsat Buy, Spekulativ und Costco Buy. Ja, dann noch die Termine bis nächsten Donnerstag und du siehst hier nochmal Donnerstag, habe ich noch mitgenommen. Eigentlich hätte ich auch schon bei Freitag beginnen können, aber siehst hier nochmal. Hier die Inflationsrate in Europa ja, hat sich leicht verbessert, hier von minus 0,1 auf 0. Und ganz wichtig, morgen hier Bruttoinlandsprodukt China, sind wir ziemlich früh dran, hier um 4 Uhr fürs erste Quartal. Und auch nochmal auf Jahressicht. Dann siehst du hier, dass wir hier mal von 7% kamen, jetzt sind wir bei 6,7. Das ist hier die öffentliche oder die politische gewollte Aussage, die staatliche Aussage, das ist ja immer staatlich gelenkt, ob das jetzt wirklich so ist. Aber daran orientieren wir uns jetzt erstmal und dann siehst du ja nochmal die Industrieproduktion, die soll hier im März um fast 6% steigen. Und dann hast du hier schon nächste Woche einmal hier Baugenehmigung und die Konjunkturerwartung in Deutschland für den April. Und dann hier die Eigenheimveräußerung. Und ja. Dann hier schon der 21. April, das hier die Zinssatzentscheidung der Zentralbank. Aber okay, zinssatztechnisch kann man nicht mehr viel machen. Sind wir schon bei 0%? Also wird wahrscheinlich also nochmal Einschätzung der aktuellen Lage sein, ob die aktuellen Maßnahmen schon greifen oder nicht. Und erwarten uns trotzdem viel Interessantes und Neues davon. Ja, nochmal Anregungen für alle, die noch nicht unsere Vorträge besucht haben, hier Börsen live. Trading Einsteigerseminare, Börsenhandel erlernen mit meinen Kollegen und anmelden könnt ihr euch hier unter hansettebrokerhaus.de. Ganz natürlich gratis, entweder Hamburg oder Berlin oder online. Und noch ein weiterer Tipp hier für alle, die Mobile traden
und zwar im Social Trading Bereich dabei sind. Ihr könnt hier die neue App Swipe Stocks ausprobieren, unseres Partnerunternehmens, und unter www.swipestocks.com/de kannst du hier die Swipe Stock für App für Apple und Google Play runterladen und Trades von anderen von anderen Tradern kopieren oder eigene Trades eingeben und kopiert werden, und es gibt ein cooles Ranking, und probier es auf jeden Fall mal aus. Ganz neu auf dem Markt jetzt, auch mehrfach prämiert worden, und wie gesagt, swipestocks.com/de für die deutsche Seite, schau mal rein. Ja, das war's für immer an dieser Stelle. Freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid. Vielleicht habt ihr auch Anregungen. Entweder schreibt ihr mir hier über die angegebene E-Mail-Adresse oder gebt mir ein Feedback über das kommende Umfrage per E-Mail. Ich glaube, morgen müsst ihr an alle geschickt werden. Das Video natürlich wie immer aufgezeichnet und in Kürze verfügbar auf youtube.com, hanseatikbrokers.de. Würde mich auch da über ein Feedback freuen. In diesem Sinne bedanke mich für eure Teilnahme und freue mich bis zum nächsten Mal.